Grüße aus der Gerste. Die zweite Runde steht an. Jetzt geht es richtig los. Also wir warten jetzt erstmal die Feuchte noch ab. Wir machen jetzt eine Probe aus dem Drescher. Machen das nicht mit unserem Gerät, sondern schaffen das gleich zum Hafen. Also da, wo wir es denn noch hinbringen. Und da gucken wir, und da haben wir einen schönen Anhaltspunkt. Und da wissen wir, ob wir jetzt noch einen Moment warten müssen oder ob wir weiterfahren können. Aber also hier sieht es gleichmäßig abgereift aus. So sieht es reif aus. Sieht doch schöner aus. Jetzt hängen auch alle Ähren, da wo wir uns jetzt schon die ganze Zeit mundfusselig reden, ja. Und so sieht es aus und ich finde es vernünftig für die Verhältnisse. Wir müssen immer mal gucken, wie das Hektolitergewicht aussieht. Also allgemein, die Körner sind die jetzt nicht gerade die größten. Und wie immer, Telefon. Bis gleich. Die Hänger sind schon da. Ja, weil, Leute, guckt euch das an. Es füllt sich. Ja? Da ist man ein bisschen zuversichtlich, aber letztendlich sahen uns die Lieferscheine, ob es gut war oder nicht gut war. Jetzt machen wir unser schönes Vorgewinde noch ab. Hier daneben ist der Roggen. Hier wird es auch deutlich sandiger. Und der hält sich sehr gut. Das waren hier übrigens, das ist das Ackerstück, wo das Outro entstanden ist vom vorletzten Video. Genau, so war's. Ja. So, wir fahren jetzt noch ein Stückchen und wir sehen uns im Laufe der Gerstenernte bzw. Gerstendrusches nochmal wieder. Also bis dahin. Der erste Durchbruch ist gemacht und wir haben die erste Feuchte. Wir waren bei 12,4. Allerdings haben wir noch kein Hektolitergewicht. Das sehen wir dann natürlich auch erst, wenn wir die Fuhre wegfahren. Oder auch nachträglich. Manchmal haben wir es dann noch erst nachträglich bekommen, weil die Gerätschaften noch nicht da waren. Aber das werden wir dann erfahren. Ja, wir machen den Zug dann noch voll, dann kommt der nächste raus. Und dann jetzt immer so weiter. Ihr kennt ja das Spiel. Ja. Feld Nummer 2 ist in, naja, in ein paar Minuten ist es ab. Wir kriegen jetzt mal kleine, wie spät haben wir es? Moment. 17.15 Uhr, naja, ein bisschen Kaffeezeit ist es vielleicht noch. Jetzt kriegen wir noch mal Kaffee und einen schönen Pfannkuchen. Für den einen oder anderen auch einen Berliner. Na, und dann werden wir bestimmt noch mal in das andere Stückchen reinstechen. Mal sehen, wie weit es da ist. Also man staunt, ja. Wir sind wieder richtig zeitig dran und dass das so trocken ist, ist schon beachtlich. Das hätten wir. Feld Nummer 2 von der Ernte 22 ist jetzt auch abgeerntet. Ja. In Sachen Erträge. Also wir versuchen euch da schon irgendwo auf dem Laufenden zu halten und euch da auch irgendwelche Live-Daten zu übermitteln, ist halt ein bisschen schwierig, weil der Drescher hier mir halt den Durchsatz nicht gleich anzeigt oder das tatsächliche Ertragsniveau, das sieht man ja eben nicht. Ist halt ganz einfach gehalten, mehr oder weniger auch sehr mechanisch, haben wir nicht. Und darum müssen wir das noch ein bisschen oldschool machen und halt uns die ganzen Lieferscheine schnappen, das was wir halt geliefert haben, Gewichte zusammenrechnen. Und dann hat man das eben auch, ja. Funktioniert aber eben nicht, wenn ich euch gleich sagen will, was hier los ist. Das kann man mal ein bisschen abschätzen. Mittlerweile kennt man ja, was so durchgeht und was auch im Bunker landet. Und da kann man sich ein bisschen orientieren. Und wir wissen natürlich jetzt auch über die Jahre, was geht da so auf so einen Hängerzug drauf. Variiert natürlich dann auch wieder mit der Fruchtart. Weil, ich sag mal, 1000 Liter Gerste sind ja nicht so schwer wie 1000 Liter Weizen. Und da kann man dann so, sage ich mal, so einen kleinen Richtwert schon mal annehmen. Und, aber das tatsächliche Ertragsniveau, das sehen wir dann halt auch am Ende, wenn wir uns die Zeit nehmen und das alles zusammenrechnen. So, das haben wir. Da kommt schon mal der nächste Hänger. Der Zug ist voll. Das ist jetzt schon der zweite. Und naja, wir haben jetzt hier noch einen halben Bunker und das machen wir jetzt leer und dann sollte es auch passen. Ja. Und wie gesagt, wir machen jetzt erstmal kurz Kaffee und jetzt weiter.
so kleine Kanada-Action hier. Ne? Kanada-Action? Ja, ne, da fahren sie auch immer mit komplette Breite. Aber wir haben den Vorteil, wir haben nur 94. Ja. Und keine 12 Meter oder was auch immer. Die fahren ja mit 48 Meter. Ne, so viel fahren sie auch nicht. Wahrscheinlich. Ach, ich weiß es endlich. Wir sind hier im kalten Deutschland. Naja, so kalt ist es ja, nicht. Ja, stimmt, wir hatten ja schon fast 40 Grad jetzt am Wochenende. Wie viel waren es? 37, 38, ja. Ne? Ja. War spitze. Ja, so. Und nun fahren wir zum nächsten Stückchen. Und rasieren das ein bisschen ab mit unserer großen Schere hier vorne dran. Und dann macht das so. Ja. So, wir sind auf dem nächsten Stück angekommen. Ja. Und zwar ich bin jetzt auch dabei. Ich bin von Arbeit gekommen und bin gleich mal mitgefahren bei dem lieben Tim. Ja, da freut er sich. Ja, freut mich. Schön Kaffee und Pfannkuchen gab's. Ja. Ja. Muss ich erstmal aber noch ein paar mehr hier auf dem Meter schon pumpen, sonst hätte der Platten ja. Weil du auch so viel gegessen hast. Ja. Ich habe gar nichts gegessen. Hast du nichts gegessen, ne? Nein! Naja, nützt ja nicht. Jetzt hast du den Hänger nicht gefilmt. Da sind die Hänger, guck mal Leute. Das war der Auftrag. Der sagt, hier gucke, das könnten wir noch einfangen mit der Kamera. Schön. Deine Apfelbrause hier. Das ist eine Apfelschorle. Naja, ist doch dasselbe. Kohlensäure drin und mit Apfelgeschmack. So, gut. So, hier ist die erste. Ja. Es ist so ähnlich wie auf dem Stück da drüben, wo Tim eben war. Ne? Ja, genau. Also vom Boden her. Ja. Also hier sind 6 Hektar Gerste und 2 Hektar Roggen, da vorne ist der Roggen. Genau. Da, wo ein bisschen sandigerer Boden ist. Richtig. Haben wir ja jetzt ein paar Mal erklärt, dass wir gleich die Standorte da Roggen draufschmeißen oder Tonigale, weil so können wir das besser ausnutzen. Meine Gerste wird sich verkraften. Ja, der Roggen ist halt schön. Ja. Ja. Bringt auch weniger Geld, ne? Egal. Emmy hat ja jetzt gesagt, das Ackerstück ist ja an sich auch ähnlich. Also wir haben eine richtige Schandfläche mit Kaminchensand eigentlich. Und da machen wir jetzt ja Roggen drauf, haben wir ja erklärt. Und im Stück hier zum Beispiel sieht man ja auch noch mal, also hier hält das noch durch, der Bestand. Und da wird es ein bisschen lichter. Allgemein ist es noch ein bisschen flacher gewachsen und es zieht sich so hin. Wir kommen hier halt auch wieder so die Sandstellen, wo es die Getreide halt auch nicht so gut durchhält wie hier. Hier haben wir ein bisschen Lehm hier im Boden. Ja. Oh, ja. Das war so überkehrt, da ist einfach zu viel drin. Da müssen wir mal ein bisschen langsamer fahren. Zur Erklärung: Obersieb habe ich sehr weit offen, Untersieb habe ich bisschen zugemacht, wie die Voreinstellung ist so vorgehen. Ja. Und Dämpfevoll kommt halt auch mehr in den Überkehr. Und darum hat die jetzt gemeckert. Meine Damen und Herren, und hier ist gerade ein Schluss, siehst du? Das ist wie da im ersten Video, wo wir nur Stroh getroschen haben. Ähnlich. Hier haben wir noch ein paar Ernten dazwischen. Aber ja, um das mal so ein bisschen zu verbildlichen. Das so ein bisschen zu vergleichen. Und wir haben hier keine mineralische Düngung durchgeführt. Das ist ja das Nächste. Also wir haben auch dies hier nicht so viel reingesteckt. Also wenn wir nicht ganz so viel ernten, wie das scheint dann erstmal schlecht. Aber man hat ja auch nicht die Betriebskosten wie im vergangenen Jahr, weil man ja dann einfach auch verzichtet hat. Wir haben ja alles mit organisch gemacht. Natürlich hat man Diesel. Die Ausbringung muss man auch bezahlen, je nachdem. Vorführsteuer gab ja leider noch nicht. Also Miststeuer könnten wir sozusagen das wir nicht selber machen. Ja? Also, mal sehen. So. Wir sagen einfach zu viel so, wenn das Video anfängt. Wir nehmen jetzt eine Probe. Ja, bevor wir abbunkern, nehmen wir jetzt mal raus. Nehmen unser schönes Gerät. Ich habe schon den Ausfall. Schiffe Kranen dran. Aber das wiegt ja alles mit, wo?
13,1 mit unserem Gerät. Man muss dazu sagen, dass das Stück jetzt doch vom Dreschen ein bisschen anders war. Aber ihr seht ja, alles IO und wir hatten ja vorhin die ganz normale Probe bei 12,4 und 12,5 waren die Werte. Wir machen den Zug noch voll, weil heute ist nicht lange in der Getreidewirtschaft. Der Jute, der die Annahme macht, der ist schon Feierabend. Aber so viel dreschen wir noch nicht. Ja, also gucken wir jetzt ab und genau gibt es das mal aus. Weile draußen jetzt, ne? Ja, mich juckt's überall. Und da könnte Emmy mal loben, jetzt auch mal echt, ja. Selbst beim Abbunkern schon voll im Staub gestanden, ja, wo wir alle rumheulen. Jasse, die juckt so. Also, ist na klar, Jasse juckt abartig. Ja, bin ich genau der Meinung. Aber hart im Nähm diesmal, ne? Jedes Mal bist du durch den Staub gehuscht. Das letzte Mal schon. Ja. Ist ja Wahnsinn. Ja. Alles für die guten Aufnahmen. Okay.